Wie hat der Football-Trainer in Forrest Gump gesagt, lauf Forrest, lauf. Das hat sich auch ein Brauer zum Vorbild genommen und ein Bier draus gemacht. Welches das ist, das seht ihr, wenn er dran bleibt. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und vielleicht ja Fans von Forrest Gump seid. Toller Film mit Tom Hanks. Kann man immer wieder schauen. Richtiger Filmklassiker. Und ein Zitat aus diesem Film, neben vielen anderen guten Zitaten, hat sich offensichtlich der Felix von Orkerbrau zum Vorbild genommen. Lauf, Forrest, lauf. Und hat daraus ein Saison gemacht. Eiche, Fichte, Wacholder. Und das liegt daran, dass in diesem Bier Gerstenmalz, Weißenmalz, das ist noch relativ normal, auch der Hopfen ist noch normal. Dann kommen die Eichenholzchips dazu, das war die Eiche. Dann Fichtennadeln, das war die Fichte. Und Wacholderbeeren, das war der Wacholder. Das heißt, ein Bier, was in Bayern, und der Felix ist ja mit in der Nähe von nördlich von Nürnberg zu Hause, schwer als Bier durchgeht. Und deswegen ist das Ganze vermutlich ein alkoholhaltiges Malzgetränk. So steht es nämlich auch hier hinten drauf. Aber nichtsdestotrotz, Saison darf man, glaube ich, draufschreiben. Oder steht das hier irgendwo? Ich habe zumindest geschaut. Es ist ein Saison. Na, es steht tatsächlich nicht drauf, wenn ich das jetzt richtig sehe. Auf der Website habe ich mir das nochmal kurz vorher angeschaut, um so ein bisschen Informationen über das Bier zu bekommen. Aber tatsächlich hat man auch Saison vermieden. Darf man dann offensichtlich auch nicht. 6,5 Volumenprozent Alkohol sind aufgerufen. Ich habe das mal so ein bisschen 6, 7, 8 Grad warm werden lassen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was hier der Wald so zu bieten hat. Quasi das fränkische Waldbier. Und vielleicht schaffe ich das noch vor meinem Besuch beim Felix auf den Kanal zu bringen. Ich bin am Wochenende in Nürnberg und schaue mir dort unter anderem auch natürlich Orkerbrau an. Und ja, was haben wir? Eine schöne, dunkle, goldene Farbe, nicht zu intensiver weißer Schaum. Ich muss, glaube ich, schnell schauen, halber Fingerbreit, aber auch der verkrümelt sich relativ schnell. Ja, es ist leicht getrübt und ein bisschen Kohlensäure sieht man dann auch darin. Also Wacholderbeeren, die kann man jetzt tatsächlich nicht absprechen. Überhaupt so eine bärige Note und so ein ganz kleines bisschen die Fichtennadeln. Aber es ist tatsächlich doch die Beere eher die dominante Note, würde auch sagen, so ein bisschen. Man spürt so eine leichte Säure auch drin. Also könnte Spaß machen. Ich würde sagen, lauf Forrest, lauf, die Kehle runter. Cheers. Hallo! Also, das ist mal wieder so ein Bier, was zeigt, was Bier tatsächlich alles kann. Und es hat eine schöne, sanfte Säure, es hat eine tolle Frische in Wahrheit. Es hat diese leichten Nadelöle, so ein bisschen Fichte mit drin, schön fruchtig. Auf der einen Seite Beere, auf der anderen Seite so ein bisschen auch leichte Zitrusfrucht mit dabei, auch die Eichenchips mit dem Holz sind drin. Vermutlich kommen daher auch so ganz dezente Vanillenoten und insgesamt ist es ein sehr trockenes Bier. Jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so einen ganz extremen Entvergärungsgrad, aber schon ganz ordentlich. Ist auf jeden Fall ein sehr erfrischendes Bier. Vom Körper her würde ich sagen, eher im schlankeren Bereich angesiedelt. Leichte, fisselige Kohlensäure, nicht zu intensiv, nicht zu überpowered, passt perfekt und hat halt wirklich so eine richtig schön knackig frische Eindruck im Mund. Und es geht hinten im Nachtrunk jetzt schön mit, die Nadelöle sind ein bisschen weg. Auch so die Eiche klingt ein bisschen aus und es ist dann einfach nur noch so angenehm fruchtig, wie so ein bisschen Zitrusfrucht, Wacholder, allgemein Beeren mit drin und so eine dezente Säure geht es dann hinten rein in den Nachdruck. Ich muss sagen, es ist ein schönes, gelungenes Bier. Lauf Forrest Lauf zeigt auf dieser Waldbier-Ebene mal, was vielleicht mit Saisonhefe möglich ist und deshalb gibt es von Probier TV dafür 4 von 5 möglichen Punkten für
Lauf Forest, Lauf von Ockerbrau aus Nürnberg. Und wie gesagt, in allerkürzester Zeit bin ich dann vor Ort, werde mir das mal anschauen, neues Sudwerk bekommen. Und da gibt es sicher einiges zu reden. Felix habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also seid gespannt, was da rauskommt. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr da unten noch kurz auf Abonnieren klickt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.